Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Heute berichten wir über Biohacker, wir sprechen mit dem neuen V-Bio-Präsidenten und in unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir die DNA-Impfung. Warum schmeckt die eine Tomatensorte lecker und die andere fad? Bisher wissen Züchter darüber nur sehr wenig. Ihnen bleiben nur Versuch und Irrtum bei der Entwicklung neuer Sorten. Eine junge Biotech-Firma aus Potsdam will das ändern. Sandra Trenkamp und Nicolas Schauer haben den Schritt von der Pflanzenforschung hin zur Firmengründung gewagt. Mit ihrer Firma Metabolomic Discoveries sind sie in der Lage, alle Inhaltsstoffe einer Pflanze zu analysieren. Züchter, die zum Beispiel eine neue Tomatensorte entwickeln wollen, bekommen mit diesen Analysen wertvolle Daten geliefert. Die Analysen, die der Züchter bislang durchführt, sind vom Preis ungefähr vergleichbar mit unserer Analyse. Bei uns bekommt er natürlich viel mehr Informationen an anderen Stoffen, die natürlich auch zum Geschmack beitragen. Das Messverfahren, auf das sich die beiden Jungunternehmer spezialisiert haben, wurde am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie entwickelt. Pflanzenzüchter wollten immer wieder von den Wissenschaftlern Analysen mit dieser Messtechnik haben. So kamen Sandra Trenkamp und Nicolas Schauer auf die Idee, eine Firma zu gründen. Mikroskope, das sind normalerweise mindestens so große Geräte. Tübinger Forschern ist es jetzt gelungen, so kleine Mikroskope zu konstruieren, die sogar auf den Kopf einer Maus passen. Ein Laserscan-Mikroskop, kleiner als ein Finger. Damit können Forscher ins Gehirn von Mäusen schauen, während diese sich hin und her bewegen. Die grünen Punkte sind Nervenzellen. Über die Stärke des grünen Lichts können die Wissenschaftler messen, wie aktiv jede einzelne Zelle ist. Mit der Technik wollen die Forscher ergründen, wie die räumliche Orientierung im Gehirn errechnet wird. Um biotechnologisch zu forschen, braucht man ein super teures Hightech-Labor. Oder kann man das auch im heimischen Hobbykeller? Wie man sich mit Materialien aus dem Baumarkt ein Homelab einrichtet, das wird auf der Seite diybio.org gezeigt. Unsere Auslese. Eine Bohrmaschine und ein Plastikaufsatz. Mehr braucht es nicht, um eine labortaugliche Zentrifuge zu bauen. Solche Bauanleitungen findet man auf der Seite diybio.org, also Do It Yourself Biology. Hier tauschen sich selbsternannte Biohacker über Open-Source-Hardware fürs Labor aus. So lernt man zum Beispiel, wie man aus einer Webcam ein Mikroskop baut und dieses dann bequem ans iPhone anschließt. Deutsche Forscher der Biowissenschaften werden seit 2007 von einem Dachverband vertreten, dem Verband Biologie, Biowissenschaft und Biomedizin, kurz VBio. Nun hat der VBio mit Dieter Tautz einen neuen Präsidenten, der mir jetzt per Internet live zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Tautz. Guten Tag, Herr Oswald. Herr Tautz, als Direktor des MPI für Evolutionsbiologie haben Sie ja schon reichlich zu tun. Was reizt Sie an dem zusätzlichen Posten des VBio-Präsidenten? Ja, ich bin ja schon lange mit dem VBio verbunden über den Beirat und trete daher jetzt gern die Nachfolge von Herrn Balling an. Der VBio hat einfach das Potenzial, tatsächlich jetzt das erste Mal ein gemeinsamer Verband aller Biologen zu werden und damit auch echt Einfluss zu gewinnen. Und ich denke schon, dass das eine interessante Aufgabe sein wird. Was wollen Sie denn mit dem VBio-Verband erreichen? Zu erreichen gibt es viel. Also es geht wirklich darum, die Biologen als Verband so sichtbar werden zu lassen, wie andere Berufsgruppen auch. Also die Chemiker, die Physiker sind bereits sehr gut repräsentiert, sind dann eben auch an wichtigen Gesetzgebungsverfahren beteiligt und da muss der VBio noch hin. Also da ist eine Aufbauphase sicherlich nötig. Herr Tautz, welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach die Biowissenschaften in unserer Gesellschaft? Also für die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft gilt die Biotechnologie und die Nanotechnologie insbesondere als große Treiber der Wirtschaft der Zukunft. Und da wird sich auch die Biologie selber hin verändern und auch noch viele neue Berufsfelder werden entstehen für Biologen. Vielen Dank, Dieter Tautz. Ja, vielen Dank auch, Herr Oswald. In unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir Begriffe aus der Biotechnologie. Heute in der Kreidezeit die DNA-Impfung. Bei einer Impfung verwendet man meistens einen abgeschwächten Erreger. Zum Beispiel ein Grippevirus, das selbst keine Krankheit mehr auslösen kann. Dieses spritzt man in einen Menschen. Der dann Abwehrstoffe gegen dieses Virus bildet. Kommt es zu einer Infektion mit einem richtigen Grippevirus, kann der Körper das Virus sehr schnell und sehr effektiv bekämpfen. Ein Problem ist die Herstellung von ausreichend großen Mengen an Impfstoffen. Bei Grippe macht man das zum Beispiel in Hühnereiern.
Das ist sehr aufwendig und dauert monatelang. Ein neuer Ansatz ist es, nicht den ganzen Virus als Impfstoff zu nehmen, sondern nur dessen Erbsubstanz. Diese spritzt man auch in den Menschen, der dann Vireneiweiße bildet, wogegen der Körper Abwehrstoffe bildet. Somit ist die Erbsubstanz des Grippevirus zu einem DNA-Impfstoff geworden. Forscher hoffen auf diesem Weg, effektiven und dauerhaften Impfschutz aufzubauen. Menno, wie die Zeit vergeht, das war's leider schon wieder. Die nächste Ausgabe von Biotechnologie TV erscheint am 8. Februar. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde, weil ja das heute die 25. Ausgabe ist, mal ganz fein ausgehen. Was? Richtig los, danke, tschüss.